Cuisinier, Monsieur Dame, einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese heute Morgen nicht das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin, sondern ich war heute Morgen im Supermarkt und ich habe für, ich glaube, 39 Cent Buschbohne, Inhalt 400 Gramm, Ursprung Senegal, ja, war ein Angebot ganz vorne in der Theke gefunden und deshalb. Ich koche gerade Töpfe aus, deshalb piepst der Herd, stört gerade keinen. Gucke ich in einem französischen Kochbuch nach, Le Larousse de la Cuisine Facile, Cinq cents recettes pour maîtriser les bases en cuisine. 500 Basisrezepte, um kochen zu lernen, vom französischen Staatsverlag Larousse, gedruckt in Spanien, wie das bei Larousse immer der Fall ist, steht auch hier hinten drin. Genehmigt 2009, der Druck ist aus August 2010, das Ganze hat auch eine Nummer. Imprimé en Espagne par Graficas Estela Estela, Depot Legal Octobre, Io. So, und Bohnen, grüne Bohnen, Buschbohnen, auch Stangenbohnen, was weiß ich was für Bohnen. Dicke Bohnen nicht, heißen auf Französisch haricots verts, les haricots verts. Es gibt da les haricots verts à l'anglais, ein ganz einfaches Rezept für grüne Bohnen. Die Kochzeit ist mit 4 bis 12 Minuten angegeben, ich bin eher so in der Nähe von 10. Ich möchte die nicht roh essen. Man kann aber, wenn man die in spulendes Salzwasser tut, auch schon zum Beispiel für einen knackigen Salat nach 4 Minuten benutzen. Réussir la cuisine des haricots. Après avoir effilé et lavé les haricots, vers à l'eau froide, faites les cuire dans une grande quantité d'eau bouillante, non salée, sans couvrir. Also, man muss die Spitzen abmachen und die Dinger in kaltem Wasser waschen und dann soll man die durch in einer größeren Menge Wasser ohne Salz, ohne Deckel kochen. Salé à la reprise de l'ébouillon, nee, l'ébullition. 110 Gramm par litre d'eau et terminer la cuisson. Aha, danach werden die da rausgenommen und dann soll man die in Salzwasser kochen. 10 Gramm für jeden Liter Wasser. Also die werden zweimal gekocht, einmal direkt ins Wasser, Wasser weg und dann dafür soll man die kalt waschen. Das ist sehr französisch. Passez-les ensuite sous l'eau froide en fond qu'ils gardent leur couleur. Dann muss man die in kaltem Wasser abschrecken. On les accommode avec du beurre, de la crème fraîche, de l'huile d'olive dans le midi. Also, die werden begleitet von Butter. Man tut Butter dazu, Crème fraîche und im Süden tut man da auch noch Olivenöl dazu. Froid, on les sert en salade, mais on peut aussi en faire une purée raffinée. So, kalt werden die als Salat serviert und man kann da sogar ein Bohnenpüree draus machen. So, und jetzt ist das Rezept haricots verts à l'anglaise. Da werden hier 800 Gramm Bohnen angegeben, ich habe nur 400 Gramm. Ein bisschen Petersilie, ein petit bouquet de Petersilie, de persil plat, fakultativ, kann man auch weglassen, steht da sogar. 60 Gramm de beurre, 60 Gramm Butter, das sind bei mir 30, Großsel und grobes Salz. Haricots verts à l'anglaise, premier. Effilez les haricots, cassez d'aucunement les extrémités et tirez le long des haricots pour enlever les filles qui peut y avoir. Also, Enden abmachen,
und dann gucken, ob da Fäden drin sind, und die muss man rausziehen. Recouper le plus long haricot en deux ou trois morceaux, die zu lang in zwei bis drei Teile teilen, also ein oder zweimal durchschneiden. Laver les ensuite à grande eau et laisser les tremper pendant 15 minutes dans un récipient d'eau fraîche et goûter les. Also, danach 15 Minuten in frisches Wasser lassen und EGUTD heißt dran riechen, ob da alles, was an Schädlingsbekämpfungsmitteln dran ist, raus ist. Und vorher mit viel Wasser waschen und den Rest kriege ich auch noch hin. Servir très chaud en légume seul avec une variante rôti ou poêlée. So, ich muss mir leider die Nase putzen, deshalb höre ich jetzt auf. Ich verweise auf 20 Liter Ethanol. Ich habe ein bisschen Schnupfen gerade. Scheiße. Kann mich wieder mitkriegen. Auch auf welchen Drecksloch ich mich hier aufhalten muss. Hefeteig kann ich in der Küche auch keine machen. Ich reg mich gerade vor der Kamera auf. Deshalb beende ich die Aufnahme. Tschüss.